Seid gegrüßt zurück zu Expeditions. Oh, nein. Zu Edge of Eternity. Ja. Wir müssen jetzt noch eine Familie für Griff finden. Und dann wollten wir noch nach den Affen gucken. Wir wollten noch einen Monarchfalter erledigen. Gibt es eine Markierung? So, wo könnten wir denn jemanden finden? Kommen wir mal hier unten. Die wollen nicht mehr mit uns reden. Will auch nicht mit uns reden. Wie sieht's mit dir aus? Nö. Okay, vielleicht reiten wir einfach mal quer durch die Stadt und dann wird da irgendjemand finden, der uns besonders aufhält. Hier fällt mir keiner besonders auf. Ihr könnt natürlich auch wirklich absolut jeden ansprechen. Irgendjemand, der bis irgendwie uns neu vorkommt. Okay. Gibt doch hoch. Dann sind wir einmal sogar durch. Und du denn gewesen? Ah, was den kleinen Griff angeht, habt ihr nur zwei Optionen. Entweder ihr gebt ihn ins Waisenhaus oder ihr lasst ihn bei den Rostgriechern. Ja, ich weiß, die Rostgriecher sind Straßenkinder, aber sie kommen gut zurecht. Normalerweise hängen sie in der Nähe des Schrottplatzes herum. Das ist doch mal was. Können wir den Anfang noch mal hören? Nee. Ich war davon überzeugt, dass ich mit dem schon gesprochen habe. Also im Waisenhaus wird er ja nochmal abhauen. Also reden wir mal mit dem. Celis. Ihr habt also ein Kleinkind, das ihr bei jemandem loswerden wollt? Wir suchen nach einer Familie, die sich um ein traumatisiertes Kind kümmern kann. Trauma, was? Er hat seine Familie verloren. Er hat genug durchgemacht. Meine Güte, haben wir das nicht alle Kinder? Zum Teufel, ja, Schwester. Wir sind nicht die Hübschesten, aber wir kümmern uns gut um die unseren. Das tun wir. Womit verdient ihr euch den Lebensunterhalt? Wir bergen Teile und verkaufen sie. Wir brauchen einen Burschen, der klein genug ist, um an Orte zu kriechen, für die wir zu groß sind. Wir haben nur zwei Regeln. Alles wird gerecht geteilt und keine Streits in der Gruppe. Wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, regeln wir die Sache mit einem Münzwurf. Das sind drei Regeln. Für mich sind es zwei. Willst du das mit einem Münzwurf beilegen? Nicht nötig. Bringt uns den Jungen, es wird ihm bei uns gut gehen. Hier respektieren wir seinen Freiheitsdrang. War gut, wenn er hier glücklich wird, soll mir das recht sein. Da unten. Waren die nicht oben? Was? Das ist ein Junge, der nicht ins Waisenhaus und lieber zurück in den Dschungel will? Darauf läuft es hinaus, ja. Bringst du ihn zu mir? Warum? Wenn er selbst nicht merkt, wie dumm das klingt, dann bringe ich ihn wieder zu Sinn. Okay. Es gibt doch mehr Leute, mit denen wir reden können.
Einer ist dort links. Das ist, glaube ich, dasselbe. Dasselbe Punkt. Okay. Ich hab noch einen gesehen. So. Wie geht es dir, Griff? Mir geht's gut. Mit Frey ist... Bis Frey mich aufgeweckt hat. Hört auf, mich zu bemuttern, du Spinner. Jetzt ist die Axt am Baum, Kumpel. Heute suchen wir eine Adoptivfamilie für dich aus. Sofern eure Adoptivfamilie kein Gefängniswärter ist, der mich in Ketten legt, bin ich heute Nacht eh wieder im Dschungel. Komm mit uns, Klugscheißer. Da gibt's doch noch jemanden. Können wir das nochmal abbrechen? Ja, wir können das nochmal ausbrechen. Gut. Dann suchen wir die alte Chiffriererin noch auf. War eine Frau. Also. Das. So weit wissen wir schon mal. Chiffrierer, wie die aussehen, wissen wir auch. Mit dir kann ich nicht reden. Außerdem. Nicht aus wie eine. Nein. Nicht. Dann hier oben. Ja, na gut. Vielleicht kann ich das so genau ändern. Also fragen wir uns doch durch. Hier, wir haben ja oben noch welche. Ah, dorthin sitzt erstmal. Hoch, 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 hoch. Du nicht. Ist alles so dreckig. Ach, nee. Der Punkt. Wo ist denn? Wo ist die denn? Wer sucht einen Lehrling? Und von hinten habe ich noch nicht gesprochen. Okay. Mir fällt auch im Moment niemand mit Namen ein. Das sind ja Wildbeuter. Ah. Aber sie ist wirklich barsch bei den Göttern. Ich bin froh, dass ich mit ihr fertig bin. Okay. Haben wir das doch geklärt. Ach, wir müssen noch mit der dort hinten reden. Ich hätte das jetzt nicht wegklicken sollen. Die könnt ihr Gott sei Dank anhalten. Ich war nur nicht davon ausgegangen, dass das die richtige Person ist. Ihr habt also einen Zwerg, der ein Zuhause braucht. Er ist ein wenig stur. Ich kann ihm ein sauberes Bett und 3 Mahlzeiten täglich versprechen. Aber er muss bereit sein, dafür zu arbeiten. Welche Art von Arbeit? Ich bin alt und meine Forschung frisst all meine Zeit. Ich brauche jemanden, der sich um das Haus kümmert und mir bei einigen Aufgaben hilft. Wie alt ist er? 10. Jung genug, um ein paar Lektionen in den Schädelgamer zu bekommen. Und alt genug zum Holzhacken. Ich bin interessiert.
Wir wollen sicher gehen, dass er gut behandelt wird. Ich habe keine Zeit, um ihn zu betüdeln und ihm kitschige Nachtgeschichten zu erzählen. So viel ist klar. Ich suche nicht nach einer Familie, die Götter sind mit mir. Meiner habe ich überlebt. Ich suche nach einem Lehrling. Wir reden von einem Kind, das vor allem und das alles und jeden verloren hat, was ihm am Herzen lag. Kinder, ich kann ihm Unterkunft, Nahrung und ein komfortables Bett anbieten. Der Rest ist optional. Wir sind Menschen, keine Hunde. Zuneigung ist nichts, was man garantieren kann. Also gut. Da bist du ja. Dann müssen wir mal überlegen. Am liebsten würde ich ihn Also ich die Chiffriererin, zu der will ich ihn schicken. Irgendwie. Nee. Das da haben wir ja schon gelesen. Weil beim Waisenhaus will er unbedingt nicht. Er war ja schon mal beim Waisenhaus. Wir könnten zu den Rostgriechern gehen. Da müsste er arbeiten, aber hätte wohl die meiste Freiheit. Gehen wir erstmal nach zu. Komm, gehen wir zu den Rostgriechern. Er war ja schon im Waisenhaus, also. Du kennst die beiden Regeln, Kleiner? Zwei simple Regeln, um sicherzustellen, dass wir die Dinge nicht zu sehr komplizieren. Ihr stinkt zum Himmel. Sieh es von der positiven Seite, Kumpel. Wir zwingen niemanden zu duschen. Außerdem magst du hoffentlich Rattensuppe. Denn wenn es hart auf hart kommt, gibt es nur das zum Abendessen. Rattensuppe. Und wenn irgendwer hier aus irgendeinem Grund beim Kampf gegen die Roboter verwundet wird, geben alle was ab, um den Doc zu bezahlen. Das sind vier Regeln. Kampf gegen Roboter. Wir suchen es zu vermeiden, aber hey, es kommt schon mal vor. Das ist so cool. Ich will mit ihnen mitgehen. Zur Hölle mit dem Dschungel. Ich will mein ganzes Leben Teile bergen. Bist du dir sicher, dass du mit ihnen zurechtkommst? Zum Teufel, ja, das werde ich. Danke, Leute. Ich dachte, ihr bringt mich zu einem langweiligen Familie, die mich zum Arbeiten zwingt. Aber das ist im Prinzip immer noch Arbeit. Nein, Mann, das ist das beste Ding aller Zeiten. Zeigt mir euer Versteck. Nun, im Moment ist ein alter Container, aber wir räumen dir eine Ecke frei. Klasse. Lass uns eines klarstellen. Ja, Priesterin? Wir vertrauen euch dieses Kind an. Wir haben euch gewählt, weil wir denken, eure Gruppe ist das, was der Junge im Moment braucht. Eine Familie aus Gleichgesinnten, die seinen Drang nach Freiheit versteht. Vielleicht wird es ein paar Monate dauern, vielleicht auch ein Jahr. Aber ich werde zurückkommen und nachsehen, ob es ihm gut geht. Wenn ich herausfinde, dass er leidet, verspreche ich dir eins. Die Götter werden sich daran erinnern. Im Jenseits wird ein besonderer Ort auf dich warten. Ein Ort, an dem niemand sein will. Hey, ist das eine Art Fluch? Das hättest du mir früher sagen sollen. Ach, ich wusste, dass nichts Gutes dabei rauskommt, wenn man mit einer Hexe vom Sanktorium redet. Halt die Klappe, Deut. Nun, das ändert rein gar nichts, Priesterin. Wie ich schon sagte, wir kümmern uns gut um unsere eigenen Leute. Du kannst, wann immer du willst, zurückkommen, falls du uns finden kannst. Bei den Göttern, was habe ich mir nur gedacht? Für einen Moment war ich nicht bei mir. Du hast mir vorhin wirklich einen Schauer über den Rücken laufen lassen. So sehr hast du Mutter geähnelt. Ich hatte gehofft, du würdest es nicht auch noch laut aussprechen. Du hast mich an eine Skitana erinnert, die ihre Jungen beschützt. Dabei war es nicht einmal mein Junges, sondern nur ein Waise, den wir zufällig gerettet haben. Es ist doch verständlich, dass wir uns die Sache zu Herzen nehmen, Selene. Ich
habe gehört, was passiert ist. Ihr habt Griff überzeugt, hier zu bleiben. In seinem neuen Zuhause. Wir hoffen, dass wir die richtige Wahl getroffen haben. Bitte nehmt dies. Es wurde für euch geschickt mit einer Nachricht. Macht euch nicht verrückt, ihr Schwarzseher. Ich komme klar. Hier, das hier habe ich für euch aufgesammelt. Danke, dass ihr mir das Leben gerettet habt und so. Woher hat er das? Keine Ahnung. Tja, sieht so aus, als würde er zurechtkommen. Ihr seid gute Menschen. Das wissen wir. Bescheiden sind wir aber nicht. Oh, außer du, Isoris. Du bist ein Schuft. Ein bekehrter Schuft. Sei nett zu den beiden. In Ordnung? Ach ja, irgendwie mag ich Isoris. Ich weiß nicht warum, aber ich mag ihn. Technostar-Prototyp. So, was ist unsere nächste Aufgabe? Monarchenfalter und... Gut, theoretisch ansonsten nichts, aber wir wissen noch von den Affen. Und wir müssten eigentlich in den Nordwesten noch das Gebiet etwas erkunden. Das wäre auch noch eine Sache. Jetzt los. Looks like everything's coming up, Isoris. So, irgendwie, ich hoffe, es hat sich jetzt beruhigt. Ganz. Weiß auch nicht, was los ist. Der Angriff. So. Ist ein angezündet? Ne, zündet nicht. I will commend your soul to the gods. Und. Okay, Monarchenfalter mögen kein Feuer. Versuchen wir die. Jana, kein Elektro. Ja, das war wohl nichts. Siegt. Auch, ne, du nicht. Ja, das hat halt einfach nicht geklappt. Okay. Aber was mich etwas mulmig stimmt, ist erstens, die Feuerbomben-Quest ist nicht mehr da. Und zweitens, das andere steht auch nicht im Questbuch. Kann aber auch schlicht und ergreifend sein, dass das gar nicht erst im Questbuch stand. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Das mit dem... Wir sollen ja für unsere Neckarufarm jemanden anheuern. Das konnten wir ja auch so nicht machen. Dafür mussten wir woanders hin. Und die Questreihe ist ja auch jetzt erstmal weg. Und daher... Geh davon aus, dass wir die nochmal kriegen. Das wäre irgendwie komisch. Oder ich habe da irgendwas falsch gesehen. Den machen wir schon. Gut. Geh jetzt erstmal direkt dort zu dem Lager. Und schau mir mal an, ob wir das mit den Affen nicht im... Wir hatten dort ja auch Nachtmonarchen. Hier mal wieder irgendein Quest. Was wollt ihr?
Ich habe ihn verloren. Ich habe auf dem Weg hier mein Neckaru-Plüschtier verloren. Oh, das ist schlecht. Ich musste vor einem Monster weglaufen. Jetzt lässt mein Vater mich nicht mehr aus dem Tabernakel, weil es zu gefährlich ist. Aber Ralphie ist noch irgendwo da draußen und er ist ganz allein und ich weiß, dass ich stark sein muss. Mama hat mir gesagt, ich muss stark sein und darf nicht weinen. Aber das ist so schrecklich schwer. Ich gebe mir wirklich Mühe. Solltet ihr meinen Ralphie finden, bringt ihr ihn mir dann wieder? Ich weiß nicht, wie lange wir hier bleiben. Mama meinte, wir würden bald aufbrechen. Wenn ihr hier irgendwo etwas Funkelndes im Gras herumliegen seht, ist das vielleicht Ralphie. Wenn ihr ihn seht, bringt ihr ihn mir bitte wieder. Natürlich. Aber meinen richtigen Neckaru gebe ich nicht ab. So, dann suchen wir ihn mal. Hier irgendwo. So. Da hin, das ist an das. Na komm, wo bist du? Hinten leuchtet irgendwo. Ist aber was anderes. Hm. Wäre echt praktisch, wenn du das erschnüffeln willst. Da sind ein paar Affen. Spät kann das doch nicht sein. Was ist denn das? Hm. Aber das ist doch in dem Radius hier. So. Wir gehen jetzt einmal außen rum. Und dann nochmal in die Mitte. Also macht nun Arsch, der ist mir gerade egal. Wir müssen das Plüschtier von dem Kind finden. Leuchtendes auf dem Boden. So, ich vermute, es ist nicht eins von diesen allen Sammeldingen. Ich will die zwar jetzt trotzdem ein, aber gut, also hier am Rand ist es nicht. Dann müsste es ja weiter in der Mitte liegen. Na komm. Was ist dann? Jetzt mal die Monster hier. Let us carefully appraise. Der vom Monster abgehauen, vielleicht ist es ja noch hier bei den Monstern. So. Ach, den soll ich zuletzt. Das ist mir egal. So. Doris, geh mal hier. Schön, Okay. Eigentlich wollte ich den dort hin. Und
Ja. Das interessiert mich gar nicht. Eigentlich hätte ich dich aber treffen müssen bei den. Na, keine Ahnung, so. Spaß. Gepennter Blütenstaub golden. Interessant. Aber kein Plüschtier. So. Sehe hier auch nichts leuchten. Irgendwo muss ich doch noch nicht gewesen sein. Da bin ich so blind. Jetzt doch nicht. Ich werde doch so ein blödes Plüschtier finden. Ich mache hier auch einen Cut, bis ich es gefunden habe. Werdet ihr dann sehen. Also es müsste ja eigentlich in dem Radius hier sein. Aber sehe es nicht. Außer es ist irgendwo hinter dem Felsen. Ich habe auch keine Lust, das arme kleine Kind unter seinem Plüschtier zu lassen. Ich schon durch so eine gefährliche Gegend hier laufen. War vorhin doch hier. Gut. Immer wieder blöd gewesen. Aber wenigstens ist das Kind hoffentlich glücklich. Wenn es jetzt rummeckert, dass es stinkt, weil es da auf dem Boden gelegen hat oder so, dann, ja. Oh, du hast es gefunden, Ralfi! Ralfi, ich werde dich niemals wieder verlieren. Danke, dass du meinem Sohn sein Kuscheltier zurückgebracht habt. Selbst die kleinste gute Nachricht ist hier mehr als willkommen. Kein Problem. Ohne dich wäre Ralfi für immer verloren gewesen. Hier, bitte nimm das. Das ist der Stein. Haben deshalb Ralfis Augen so gefunkelt? Lag das an dem Kristall? Ja, behalt ihn. Nett. So. Ich hätte ihm auch ohne die Belohnung geholfen. Gehen wir mal weiter. Hier hinten. So. Die Affenquest machen wir dann doch erst nächste Folge, aber ich bin trotzdem schon. So, da ist der Teleporter. Ja, da ist noch Quest. Sind wir auch zu dritt? Gehen wir dann auch hin. So, speichern wir ab. Und wir haben zwei Kindern diese Folge geholfen. Und jetzt müssen wir dann nächste Folge dieses Lager verteidigen.
An der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche einen gesegneten Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!